So, das heißt, wir brauchen jetzt eine Zutat. Where's that blasted cook? My crew and I are parched dry iron. Ahoy there, stranger. New in town? Ein Rezept. Wo willst du denn jetzt ein Rezept, also eine Zutat herkriegen? Vielleicht aus dem Shop? Ist ja ein Gemischtwarenladen. Das ist nicht so einfach. Finde ich aber geil irgendwie. Wo ist denn dieser Mojo-Laden? Ahoy there, fancy pants. Schwarzpulverlunte. Kann man sich nicht leisten. Oh, jetzt kann ich die Kochenimform kaufen. That's a special order. Oder? Nee, warte mal. Ah ja, doch. Hab sie gekauft. Ja. Plan wird ausgeheckt. Na, warte auf mich, bevor du zum Koch gehst. Das ist doch 1:1 Monkey Island. Ja, so ungefähr. Warte mal, dann lass uns... Ich muss diese Vorstellung sehen, mal ganz... muss ich hier bestimmt umziehen. Seefahrerkleid. Oder auch nicht. Hier gibt es auf jeden Fall nichts für Koch. Doch da! Ich hab eine Kochuniform. Ja. Also ich brauch die jetzt nicht nochmal anziehen. Ja, dann kannst du den Weg sparen. Opa ist jetzt Chefkoch. Dann kann er eine Pause machen, dann können wir so viel Grog haben, wie wir wollen und brauchen auch das den Essen. Den da abfüllen hier auf jeden Fall, der hat genau, nämlich den Turmschlüssel. Dann können wir auch das Essen herstellen für zubereiten. Oh, so you finally decided to show up, huh? Ja. Well, you can make yourself useful and start on the meat stew. The recipe's on the table. I'm going on my break. Don't let the customers touch anything. Especially not the Grog. Alter, wie der sich bewegt. Ah ja, jetzt sitzt, macht er hier Pause. Okay. Ah ja, jetzt kannst du den Krog. Kannst du da ran? Ja, ja, ich kann ran, warte. Dann fülle ich den mal kurz mit meinem. So, füllen mit extra. I've got my eye on you. Was? Hast du schon gefüllt? Ja. Ah, okay, ich nicht. Ja, füll den jetzt ab. Der trinkt nur extrem starken. Ja, das ist doch extrem starker. Come to share a table with me. Nee, es ist glaube ich normaler. Ach guck mal, jetzt geht er. Ah. Macht da wieder Pause. Dann macht er erstmal diese Essenszubereitung gedöns. Was? Okay. Nee, der, sobald ich was anfasse, was ich nicht anfassen soll. Hack, hack, hack. Hack, 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 hack. Wenn das Rezept, um Gericht zu kreieren, die von Kraft des Mojo durchdrungen ist, um die Stadt vor dunkler Magie zu schützen, du benötigst folgende Zutaten. Für etwas Reichhaltiges und Herzhaftes verwendest du ein zartes Stück Fleisch. Das liegt da hinten. Eine Blume gemahlen, um einen zusätzlichen Genuss zu bieten. Eine Chanich, keine Ahnung, Blume halt. Nur eingewürfelte Zwiebel genügt für einen scharfen, würzigen Geschmack. Frischer roter Hering. Alter, wer soll sich das denn merken? Ohne Grund, feingeschnittenen Lauch. Malzbierstreusel zur Abwehr von Untoten.
Uff, also erstmal das Fleisch, Jesus. Das ist halt die Frage. Oh, wir können auch Dings machen. Ich glaub gerade das Fleisch gewachsen. Lol. Gucken, ob das geht. Achso, für das Schloss, für den Gefangenen oder was? Nee, für die Hunde. Meine ich doch, ja. Für das, wegen dem Sprengzeug. Hast du es denn schon zerschnitten oder so? Nö. Wo waren die denn jetzt? Hier rechts. Scheiße, es geht nicht. Schade. Gedacht, man kann das irgendwie umdribbeln. Naja. Dann machen wir jetzt. Aber hier steht beim Schloss etwas Kleines könnte reinpassen. Ja, oder Sprengen stand da, hat er gesagt zumindest. Und bei den Hunden kriegst du halt irgendwie die Sprengen. Dingens. Also erstmal Fleisch hieß es. Dann? Zartes Stück Fleisch. So, dann die Blume, Zwiebel, Hering, Lauch. Blume, wo ist denn hier die Blume? Da. So, Zwiebel, Hering, Lauch. Zwiebel. Ich habe die Tür geöffnet. Ach, es gibt noch gar keinen. Gibt's noch gar keinen Lauch? Hä, ja, doch, du hast den Lauch schon zerschnitten gehabt. Hering meine ich? Ah, deswegen hat er mir gerade angezeigt, dass wir angeln sollen. Er hat mir gerade gesagt, mit der Angel kannst du Fische fangen. Ein Hering brauchen wir. Joa. Roter Hering, da kommt er. Hä? Hey, ja, genau, tanzt noch um die Dings rum. Oh, ich hab ihn. Der reißt doch. Darf halt nicht brechen, die Angel. Ja, da ist er. Frisch gefangen sogar, Mensch. Und nach dem Hering? Fleisch, das haben wir, Zwiebel, Lauch und Malzbierstreusel.
Ja, wo kriege ich jetzt Malzbierstreusel her? Ach, da oben. Komplett mit Packung. Einfach rein. Oha. Malzbier, Schmorfleisch. Oh, die können wir da, das können wir doch jetzt bestimmt den Hunden geben. Oh, die Tür ist offen hier. Okay. Das können wir doch jetzt bestimmt den Hunden geben, oder? Was das? Achso, ja. Denke ich auch. Mich ist überhaupt nicht interessiert, dass du da wegläufst mit dem... mit dem kleinen Stück Fleisch. Oder reicht auch Fisch vielleicht? Ich nehme jetzt einfach mal den Hering mit. Hast du auch einen geangelt? Ja, ja. Aber ganz witzig mit den Rätseln, finde ich gut. Ja. Ja, das geht. Die sind doch besoffen danach. Oh, die werden aggressiv. Oh. Hey, I told you not to start trouble. Get back in your cage. Dummies for the lot of you. Oh, der hat sogar Geld. Geld auch noch. Jetzt sind die Hunde weg. Aber wir haben die Bonbons und das Geld. So, und jetzt können wir im Knast. Und wo war denn jetzt der Knast? Hier rechts. Ah, hier rechts. Hier können wir auch rein. Aber wahrscheinlich drauf schießen, oder? Oder auch nicht. Hm. Ein verklebtes Schloss. Man könnte etwas Dünnes. Ach, weißt du was? Ah. Ab zum Shop. Ahoy there, fancy pants. Ja, wir haben jetzt genug Geld. 70 kostet das. Haben wir nicht. Wir haben 35. Was? Nochmal zum Koch, der gibt uns bestimmt Geld. Lohn. Ja. Ich laufe die ganze Zeit mit dem Hering in der Hand rum. Können wir hier noch irgendwas? Können wir jetzt hier Krog holen? Das ist ja nicht der Starke. Der hat ja gesagt, der ist so stark. Hm. Don't bother me right now. I would be, if people didn't keep pestering me with questions. Ist das der oben da hängt. Im Lager. Oder mal versucht, den mal zu holen. Ah, jetzt habe ich extra stark, ne? Achso. Okay. Komm, trink, mein Freund. Und noch ein, geht aufs Haus. Ja, und noch ein. Gleich, jawohl. Und jetzt können wir den Schlüssel stehlen. Aha. Nice. Ey, das ist schon witzig gemacht, muss man schon sagen. Dafür, dass es for free ist. Ja gut, du brauchst das Spiel, aber dafür, die lassen sich auf jeden Fall was einfallen. Stimmt. Ah, hier unten ist die Tür. Geht das da? Ah ja. Ich hab den Schlüssel nicht.
Und oben war ja auch noch eine Tür, wo wir dann rein mussten. Mal sehen, was wir da wieder als nächstes brauchen. Ach, gar nichts, guck mal. Ah, doch. Ah, da ist was. Geld auf jeden Fall, 17 nochmal. Der Mechanismus ist verklemmt, ich nehm's mal frei, so. Einen Arm. Oh, 12 Uhr müssen wir, halt so rum. Oh, cool gemacht. Ja. Aha. Rechter Arm eines Skeletts habe ich jetzt noch. Ja, der hing da fest. Also, der hing da drin. Ja, aber wo können wir den denn nur einsetzen? Ich glaube, ich hatte irgendwo ein Skelett gesehen. Oder? Weiß jetzt gar nicht mehr. Oder können wir da jetzt den Finger ins Schloss stecken? Stimmt. Vielleicht. Ich hab das alles gar nicht. Das hast, kriegst immer nur du als Missions. Nee. Oder wir müssen. Das ist ein Arm eines anderen Skelettes. Warte mal, hat hier vielleicht einer ein Skelett verloren? Leg das mal hier an die Seite. Dann nehme ich das mit. Wache der Villa, so. And where do you think you... Oh, yeah? There. I booked you in for the next available session. Come back and speak es ist to Mitternacht. Was zum... Schichtwechsel. It's a shift change. Yeah, that's right. I can't let you through, because then my ja, und ihm fällt bestimmt die Hand. Nee, der hat eine. Would take the blame if anything happened. Nein, nein, der Ablösung. Deswegen kommt die nicht. Dann lass mal bei den zwei Wachen gucken, die da stehen. Das könnte sein. Ah. Der hat beide. Der auch. Mal reden. Moment mal. Wait just a second. By order of the governor, mischievous potions and all. That means this shop is permanent. I don't think so, stranger. This ain't Wally's Dav Map shop. And since I don't see no uniform, das heißt, wir müssen jetzt ein alive, I'm thinking that Skelett finden, was einen Arm weniger hat. Was ist mit dem, der bei den Hunden war? Der ist ja jetzt tot, ne? Oder halt, also... Weg, ja. War ja vorher schon, aber... Von dem haben wir aber nicht den Arm. Warte mal. Ah, rechter Arm des Skeletts befestigen. Wo denn? Bei ihm. Warte. Das geht. Komme. Da fehlt jetzt noch der linke und der Kopf. Hä? Ja. Okay, dann habe ich eine Idee. Da fehlen mehr Knochen. Also der Kopf fehlt und der rechte Arm. Dann vielleicht in der Bar der eine Kopf. Also da waren ja zwei. Guck mal, hier hinten sind doch die Hunde rein. Die haben nämlich schon mitgenommen. Die sind hier hinten. Hier unten durch sind die. Das heißt, auf der anderen Seite des Hauses. Guck mal hier hoch. Es geht, pass auf. Assassin's Creed lässt grüßen. Okay, das bringt's aber nicht. Hier ist nix. Gedacht, dass die vielleicht mitgenommen haben oder so, aber ja. Ja, also wir brauchen einen Kopf und den linken Arm. Gucken wir mal in der Bar, da waren doch diese zwei Köpfe, die mit uns gesprochen haben. Vielleicht liegt da noch was. Oder? Achso, das ist der Papagei. Ich dachte, vielleicht muss man irgendwo hören, wo die Hunde jetzt sind, aber.
Oder ich da nicht irgendwo ein Skelett rum? Ah, hier, der Hund hat noch einen Knochen. Stimmt. Etwas bringt den Hund bestimmt dazu, seinen Knochen abzugeben. Kannst du irgendwelche Tricks? Herz 3. Monkey. Affe, sagt er. Herz 3 und Affe, hat er gesagt. Ja. Ah, hier, guck mal, nimm. Hey, you leave that skull alone. Ach, geht's. Ja, dann nimm den mal. Nee, Piratenanführer sagt, wir dürfen nicht. Back again? You're persistent, I'll give you that. Hey, you leave that skull alone. He's got a job to do. Da, pay him no heed or he'll talk your ear off all night. Aber er sagt Herz 3 und Affe. Things to hail from somewhere called Sailor's Grave, wherever that may be. Naja, Herz 3 ist eine, könnte eine Karte sein, oder was? Warten, sind hier nicht Spielkarten irgendwo? Auf den Tischen? He claims it's the best he can do on account of lacking a full set of vocal cords. But if you ask me, he's just doing it. Ah, hier sind Spielkarten. Warte mal. Platz nehmen. Hey, wo bist du? Ah. Aber ich kann ihn nicht nehmen. Doch. Ach, wenn du sitzt, oder was? Ach, nee. Wie ich aussehe, scheiße! Alter, wie so eine... Tja. What business do you have with us now? Speak up, be quick about it! Oh, guck mal, der sagt aber, wer seid ihr zwei genau? Also, ach nee, das müssten wir fragen halt. Gefällt es dir, als Dekoration verwendet zu werden? I am no mere decoration. We are the esteemed Skulls of Scum. Stars of the most disreputable tavern on Melee Island. Aye, this be a place so foul. Even the roaches have to hold their breath. The flock... And half the customers will run you through just for the fun of it. What's not to enjoy? In all my centuries, I've never found a better place to hang my head. Oh, don't you dare start blubbering. You can be so embarrassing sometimes. Well, maybe that holds true somewhere like the Sea of Thieves. But pirates in these parts hold themselves to a different standard. Time was, you could earn the approval of the pirate leaders here by completing their 3 trials. Wow, 3 Prüfungen. But that was then, and this is now. The only way they'll respect you is if the governor himself declares you to be a worthy pirate. Good luck with that. Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. His guards keep things running smoothly. Schick. Of course. Bewährung. What could happen to the legend of Monkey Island? If you ask me, Herz he and his 3. Missus are off on some grand adventure. Und Affe. And if you ask me, Threepwood's gotten himself locked in a closet somewhere. And good riddance. Just ignore him. If anyone knows how to meet the governor, it'll be that set of salty sea dogs over yonder. Also der Affe if you get sagt, to do so. Bewährung, Herz 3 und Affe. Wer sagt was? Der Affe sagt schick, Bewährung, Herz 3 und Affe. Wo steht was? Hä? Was für ein Affe? Naja, der sagt ja das. Der Hund sagt das. Der sagt 4 Wörter. Und sagen die jetzt da was, oder? Nö.
are you looking at me for? Ah. Also wenn du den Kopf voll ballerst, dann kannst du ihn noch beklauen, dann kriegen wir das Geld, ne? Ja. Wie er schon kämpft. Boah, 45. Wow. So, was wollten wir jetzt kaufen? Ah. Das Zimtseil da. Ja. Die Lunte. Haben wir denn jetzt genug überhaupt? Ja, 97. Ah, wir haben doch Affenspielzeug hier, können wir kaufen für 60. Das meint der vielleicht. Naja, aber haben wir jetzt ja nicht mehr. Naja, müssen wir noch mehr. Da gibt es doch bestimmt noch mehr Leute, die du betrunken machen kannst, oder? Kommst du jetzt zum Knast? Naja. Hast du nur gerade gesehen mit der mit dem Affen-Dingern. Wie viel? 60? Ja. Dann machen wir erstmal ihn. Wir haben jetzt noch 27. Laterne nötig. Ja gut, die haben wir. Haben wir? Ja. Hebe deine brennende Laterne. Ah, jetzt. Rechtsklick. Ah. Das ist ja geil gemacht, ey. Vielleicht haben wir da noch Geld. Mal hier rein. Oh, hier, Skelett. Hey, hier ist ein Skelettarm. Freedom after all these years. The smell of the sea, the touch of the moonlight. We are free, Captain Coco. Hooray! Now we can do all the things we ever dreamed of. Travel the world, see the pyramids. Open a furniture store! Well, I mean, not that. That's pretty silly, but we can start over, build new lives for ourselves. Like running a furniture ich store. Den hey, Kopf nehmen. Ja, den setzen wir da rein. I didn't spend all that time locked up just to collect chairs. I want to have an adventure. And I want to sell nested mahogany tables at affordable prices. Hey, that's stupid. You're stupid. You know what? Fine. Stay here and have your stupid furniture store. I hope it makes you happy. I thought we were friends. Wäre weg. Kannst aufheben? Ja, perfekt. So, dann packe ich mal den Arm da rein. Und guck. Geht das, oder? Oder fehlt noch ein Oberschenkel, guck mal. Ah, das ist der Oberschenkel. Den Oberschenkel hat der Hund und... Ah. Genau, und dann musst du vielleicht jetzt die Kokosnuss... gegen den Kopf tauschen. ...austauschen mit dem Kopf, genau. Und dann kann man den Kopf schon mal. Und jetzt brauchen wir noch Geld für die... für den Affen. Ja. Die Affenfigur. Hast du jetzt alles Geld schon bekommen von den betrunkenen Leuten, oder? Weiß nicht, müssen wir noch mal gucken, ob noch irgendwas auf dem Tisch liegt. Müssen wir mal zu den Piraten gehen, da kannst du gucken, ob sie sagen... Also, da steht dann immer... Ja, ja. ...bestehlen. Ja, nur ich hab keinen, kann den Krug nicht klauen, weil du ja das Zeug anhast. Na, sieht aber nicht so aus. Hey, ausgetauscht. What are you doing? I was just getting comfortable. Although, if this is about getting to Threepwood, I'm in. I've got a score to settle, but first I'll need some kind of body. But not just any body. A magnificent body, worthy of bearing my terrifying demonic countenance on a new campaign of terror and destruction.
Chat, was sagt ihr so zum Spiel bis jetzt? Seeing all these ghostly guards gives doch, hier ist noch ein Geldding. Da musst du den auch betroffen machen, hier erst. Body, I could pretend to be one of them and sneak you into Threepwood's place. What do you say? There's gotta be a convenient corpse lying somewhere Beutel around here. Mit Münzen. Nope, can't get her started. Seems to be missing a few necessary parts. Der Kopf hat gepasst. Let's see. Ja, und hier ist auf jeden Fall noch einer, da kannst du den Geldbeutel noch klauen, wenn du ihn abfüllst. Hast du übersehen. Und dann können wir bestimmt den Affen kaufen und den dann mit dem Knochen austauschen. Dann kriegt der den Affen und wir den Knochen. Dann geh schon mal hoch zum Affen. Jo. Mega gut gemacht und eine schöne Kulisse, finde ich auch. Und die sind jetzt auch nicht langweilig, die Rätsel, sondern also man muss zwar viel hin und her laufen, aber es stört eigentlich nicht. Nö, macht Spaß auf jeden Fall. Achso, wo, welcher denn? Ach hier. Ne, der blaue. Ja. Ist ein bisschen wie so ein Escape Room. Aber lass es schmecken, Brudi! Komm, Chinesen vertragen nicht so viel. Sagt man zumindest. Weiß nicht, ob das ein Klischee ist. Wie viel haben wir jetzt? 62, passt. Ja. Okay, warte, dann Affenspielzeug kaufen. Ei. Lol, das hat drei Köpfe, das Tier. Oh Gott, naja. So hübsch ist es ja nicht. Sondern einmal zu dem. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling? Ja, look, it's an extraordinary adventure with an interface of magic, stunning higher as not so to mention. Sorry. Aye. Knochen mit dittichem Affenspielzeug austauschen. Ja, macht er. Oh nein, das quietscht. Das höre ich zum Glück nicht. Look behind you. Don't be ridiculous. Dreiköpfiger Affe. Ja, das Piratenfeeling ist halt wirklich geil bei dem Spiel, muss man schon sagen. Aber ich bin auch gespannt, jetzt kommt der Assassin's Creed Black Flag als Remake. Habe ich auch richtig Bock drauf, das war der beste Assassin's Creed Teil. Nice. Der aufsteht, voll geil. At last, my new reign of demonic terror can. Easy now. It's been a while since I had limbs to worry about. All right, here we go. I'm getting the hang of this. Let's get you into that mansion. Eieiei. Now, marvel at my mastery of impersonation. Ja. Der läuft wie ich morgens um 6, wenn ich auf dem Kiez war. Schon cool gemacht, ey. Nicht gut. Weil wir mit dem Kopf immer da hinten knicken, weil es so schwer ist. Wirklich wie so ein Volltrunkener. Yar, one of the governor's guards, I be adoring the legend of Monkey Island so much, and oh, forget it. Ah, oh, schön. HD Ablöse, Schichtwechsel. Well, that about does it for my shift. You know what to do. Keep everyone out of the mansion at all costs. No exceptions. Yeah, yeah. Do I tell you how to do your job? You okay, Walt? Sound weird. Oh, it's
allergies, you know, from the poodles. Oh, right. Stupid mutts almost took a bite out of me last week. Our diabolical scheme is working perfectly. Get up to the mansion and find Threepwood. I'll keep watch. Nice. It's good to have a body again. Everyone looks so... Bitte lass es noch nicht zu Ende sein. Bitte lass es noch nicht zu Ende sein. Und jetzt ist er nicht da. Oder hinten ist noch was? Es kann ja sein, dass er gar nicht da ist. Ja. Ein Treffen um Mitternacht. So, vielleicht müssen wir erstmal vorne hin. Naja. Ich weiß auch nicht, warum da, du da langläufst. Ah, hier ist bestimmt zu, oder? Nee. Naja. Vielleicht ist er gar nicht da und wir müssen dann von Insel zu Insel. Hausbesuch. So, we meet again. Then you must know why I'm here. It's my grandfather's map, isn't it? You want to find the treasure. Moment, don't you see? You're the only treasure I need, Thunderbunny. I'm here to rescue you. Klopf, klopf, klopf. Go away, please. Das spielt mit Puppen, man kann durch die Scheibe gucken. Geh weg. Ja, ja. Not today, thank you. Important gubernatorial business going on. I told you no more autographs. Nö, wir gehen ihm jetzt auf den Sack. Ja. Would you be quiet? My wife is sleeping. Okay, geht anscheinend doch nicht. Wollen wir mal reingucken? Hat er da irgendwo ein Fenster? Ja, links. Oh. Ah. Look, Lutikins, we have company. They must want to hear all about your courageous deeds. Oh, but honey pumpkin, I'm busy with my memoirs. I can't be disturbed or I'll miss my deadline. Now, now, we mustn't be rude. Schon ein bisschen Verstand verloren. I have a meet and greet ticket. Oh, all right. Welcome to the official Legend of Monkey Island meet and greet event. Your once-in-a-lifetime chance to hear all the seafaring adventures of the mighty pirate Guybrush Threepwood. Straight from the legend himself. No food or drink permitted during the event. Please keep your hands and feet inside the mansion at all times. The Dryland authorities are not responsible for any loss of property, injury, or death. during the mansion. The legend begins right here on Malay Island, on the day of my arrival. The pirate leaders immediately recognized my natural talents. And so did Governor Marley, who was instantly swept off her feet. And unfortunately, there was one pirate who refused to acknowledge my obvious greatness. The ghost pirate LeChuck, who was also smitten with Elaine and spirited her away to the mysterious Monkey Island. Gathering a loyal crew and the finest ship available, I sailed in search of LeChuck's pirate lair. Having single-handedly concocted a powerful root beer to destroy ghost pirates, I cornered LeChuck and gave him the biggest spritzing of his afterlife. I kept the bottle. It's one of my most treasured possessions. Unfortunately, it's true what they say. You can't keep an undead, obsessive, vindictive, demonic sea scourge down. I had to tangle with LeChuck again before finally ridding the world of his evil once and for all. I returned to Monkey Island triumphant, married my beloved Elaine, and we set sail on our honeymoon. Then, why can't I remember? And what was with that weird fog anyway? Did I? Once everyone learned of my heroic deeds, they insisted I become governor of Malay Island. And that concludes your premium meet and greet session. Cheers! Thanks for stopping by. Oh, be sure to check out our exclusive merchandise. We have gifts for the whole family. Oh, and please, leave quietly. My wife is very, very sleepy. Der ist ja ganz schön fertig. Bisschen komisch, der Gute. Der hat, weiß nicht, wo seine Frau ist, aber sagt, die schläft, also. Na. Ah. Oh, 70. Ah, man hätte wahrscheinlich auch das Gummihuhn kaufen können für den Hund. Nee, das war nicht kaufbar. Echt? Doch. Ja. Nein, das war nicht kaufbar. Das stand nicht kaufbar. Oh, noch was? Mehr LOL. Schlüssel zum Aufschließen benötigt. Okay, hier liegt auf jeden Fall Bettbezug. Oh! Drei Affen! Ein Brief. Und ein Schlüssel.
Malzbierflaschen. Drop anchor, you barnacle brain buffoons, oh. And prepare to make land. There's treachery afoot. Von wegen, er hat ihn besiegt. Obe! Können wir das jetzt trinken, oder? Nee, damit kannst du kämpfen. Ah, einsprühen. Ah, okay. Aber ich konnte den Brief jetzt noch nicht lesen. Dann lies ihn noch mal kurz. Ja, kann ich ja nicht mit dem Malzbier in der Hand. Doch mit... Ah, aber hab ich den jetzt auch? Nee. Ausrüstung? Nö. Naja, so, komm. Komm jetzt bestimmt da unten. Oh. Well, well, what have we here? An unwanted intrusion into my masterful delusion. Threepwood always was pathetically easy to manipulate. Once I'd convinced him he was a mighty pirate hero, his raging ego made all this possible. So long as he believes he's the legend of Monkey Island, he'll never want to leave this place. And it's all thanks to this. Pirates on your precious sea of thieves practically tripped over themselves to deliver me this sword. They couldn't wait to help their beloved pirate lord. It's not about the gold. Uh-huh. It's about the glory. Oh, the sea of thieves is such a special place. Where a sickeningly sweet story can last for all eternity. And once this burning blade is restored, those waters will be mine to rule as I see fit. So you see, I really can't let you stand in my way. Fortunately, my skeletal shipmates have gotten mighty restless keeping watch on Threepwood. I'm sure they'll take good care of you while I set sail for Monkey Island. Da links kommen sie. You must be even darker than you look. Die explodieren? Schon komisch, dass die keinen Malzbier mögen. Oh, da kommen die nächsten. Popper-Pirat. Ist da unendlich drin? Sieht so aus, wa? Kommen wir. Oh, da kommen noch mehr, ja. Wassermarsch! Gut abgelenkt. Bisschen einfach, wa? Ja. Drückst du auch Rechtsklick oder machst du das nicht? So, den habe ich gar nicht gemacht. Warum auch immer die platzen bei Malzbier. Oh, das ist der Laden offen. Ja, Mocho. Malzbier platzieren. Platzierst du, oder? Was? Nur ich kann das? Oh, wer ist sie denn? Thanks to you, LeChuck has withdrawn, and Rootbeer has rid this place of his evil influence. The power of Mojo can return at last.
We have much to discuss, but I sense you may have unfinished business here on Mele Island. When you are ready to depart, return to me here. I shall be waiting. Ah ja. Okay. Aber... Den Brief hier noch, ne? Warte mal. Ich hab das gar nicht mehr. Bitte? Meins ist weg, ich hab's abgelegt. Ah, hier. Und nun? Ja, ich hab meins da reingepackt, ich hab meins nicht mehr. Ah, hier drüben ist ja noch der Laden. Doch nicht. Hm, vielleicht wieder runter weiter? Na, sie hat doch gesagt, wir sollen mit ihr sprechen, wenn wir soweit sind. Dann lass auf jeden Fall nochmal da hinten nach oben gehen. Aber ich glaube, wenn wir mit ihr reden, ist vielleicht vorbei. Oder? Keine Ahnung. Was ist da, Audi? Ich wundere mich halt, dass ich den Brief nicht lesen konnte. We have much to discuss, but I sense you may have unfinished business. Ah ja, guck mal. Wenn wir bereit sind zu gehen. Gehen wir nochmal hoch zum Mitternachtstreffen. Weil eine Mission haben wir ja nicht mehr, oder? Wissen Sie, ich weiß nicht, wo der Gefangene hin ist? War denn hier noch was? Nee, ne? Na, nach da oben können wir. Das ist doch das Schlafzimmer. Ne, hier meine ich. Ne, hier geht's gar nicht weiter. Nö. Zugeschüttet. Und du hast auch keinen Brief? Nee. Warte mal. Wurfgegenstände, Mission. Verdeckte Mission. Oder liegt da oben noch irgendwas, was wir übersehen haben? Ich glaube, wir haben sogar alles einfach. Ja, aber ich hätte schon gerne den Brief nochmal gelesen. Oder ist das vielleicht unter Schiffslogbuch? Meilensteine? Piratenlogbuch? Nee. Mission? Abenteuer? Da stand ja vielleicht drin, dass sie ihn verlassen hat oder so. Tja. Keine Ahnung, dann gehen wir jetzt zur Tante. Jo. Wir haben ja keine Rechnung mehr offen. Wissen Sie nochmal die Piratenanführer oder so? Anquatschen. Ja. Anders wüsste ich jetzt auch nicht. Aber war irgendwie wie so ein Escape-Spiel, fand ich geil. Ah, warte mal, wir haben jetzt auch so viel Geld, dann können wir ja sogar bei dem Händler da noch links das Ding kaufen, das 200 kostete. What was all that commotion? Was war denn das nochmal? Das Buch, genau, hier. Geschichtsbuch. Was? 200 Stücke kostet das. Und was hast du davon? Keine Ahnung. Aber ah ne, wir hatten so viel haben wir gar nicht. 157 haben wir nur. Okay, never mind. Er fragt mich jetzt, was war denn da los? Die Stadt wurde von Chuck angegriffen. Well, that explained it. I'm sure the legend of Monkey Island gave him the beating he deserves. That fool LeChuck
can't get over his pointless infatuation with the governor's wife, Elaine. Even when she told him to drop dead, he actually did it. Must have been quite the brawl, though. I wish I could have been there to see the legend in action for myself. Okay. Oh, back again. Did you meet the governor? What? So that's what all the ruckus was about. He'll be up to his old tricks, I'll be bound. You did well to stand against him and walk away with your head on your shoulders. If I were you, I'd leave town now, before your luck runs out. Well, that was a rum bit of excitement and no mistake. Of course we are. It'll take more than a sneak attack to fluster the pirates of Malay Island. Unless, that is, something were to happen to our grog. Then there'd be scenes of chaos and calamity I shudder to think about. Ja, dann haben wir jetzt alles. Denke ich. Sagt das hier auch gerade, der Schädel sagt auch gerade, dass wir jetzt zum Mojo gehen können. Mit der Frau reden und wieder zurückzukommen. Na dann. Und wenn wir Kate treffen, also die Frau, sag ihr, dass sie mir noch 5 Dublonen schuldet. Ja. Na, dann wird es jetzt vorbei sein. Kommt auch hin von der Länge. Hallo Steffi, willkommen im Stream. Grüße. Was meinst du mit kommt auch hin von der Länge? Naja, 2 Stunden sollte das ungefähr gehen. Ah, okay. When you are ready to hier ist noch ein Büchlein. Mal schon geguckt. So. As you have learned, the memory of this island has become a prison for Guybrush, a cage crafted from his own vanity and given life by the sea of the damned. He is so beguiled, he does not even notice the absence of his wife. But Guybrush and Elaine are not the only ones in peril. LeChuck has come to know the Sea of Thieves and envies the power and status of its pirate lord. If he is not stopped, then he will continue to seek that power for himself. But LeChuck's lair lies deep beneath Monkey Island. And only Guybrush knows the way. Do not lose hope. There is a way to clear the head and free the heart of Guybrush Threepwood. But it will take time to prepare. There are those in the living world who will wish to know all that you now know. I shall send them word of my plan. And when the time is right, I sense they will seek your help once more. For now, I shall return you to your ship. Guybrush owes you a great debt of gratitude. Next time we meet, I shall make certain he repays it. Ja, dann können wir wieder zum Schiff. Ach ne, guck mal, machen sie alleine. Nee, kann sagen. Oh. Und jetzt fährst du wieder raus. Legende von Monkey Island Figuren erhalten. Nice. Oh. Ah, okay. Jetzt ist man wieder zurück in der echten Welt. Umsegelt die Weltmeere mit allen Spielern. Steht bei mir jetzt oben links. Ja. Heiß. Okay, das war's quasi vom ersten Teil. Wir können ja jetzt nochmal zu der Tante hingehen. Die ist ja da gerade zu. Sitzt der Dings oben oder unten? Du musst den
hochdrehen. Jetzt so. Eine Rakete auf. Nitro. Na. Nach rechts. Ja. Jawohl, mal crossen. Nee, rechts ist das gar nicht. Geradezu. Na klar, ist das nicht rechts. Nee, hinzu? Links. Geradezu. Links, geradezu. Links, links. Ja, ich mach schon. Weil rechts hat keinen Hafen. Die Wolke sieht aus wie ein Totenkopf. Mhm. Oder? Nee, das ist keine Stadt. Na, werden wir ja gleich sehen. Ich glaube, wir sind so ein... Ja, doch. Es kommt hin. Ganz schön stürmisch. Oh, warte mal. Ist das vielleicht die kleine Insel hier links? Ah, ne. Das war ein ganz normaler Hafen, ne? Ja. Sonne, wie cool sieht das denn aus? Na. Guck mal. Alter, neben uns. Hier rechts neben uns. Übelst Gewitter. Na, ich kann mir vorstellen, dass das hier die Insel war. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir so weit gefahren sind. Okay, es ist nicht die Insel, glaube ich. Ja, wir sollten auch langsam mal abbremsen. Okay, das ist die falsche Insel. Ja. Geh mal am Kartentisch kurz. Ja, guck du mal. Dann sag einfach nach Südost, also welche Himmelsrichtung. Tja, wenn ich das sehe. Ah, hier, guck mal. Ah, oh, das könnte das sein hier. Außenposten. Wow! Was? Du bist irgendwo gegengefahren. Ja, ich sehe nichts wegen einem riesen Segel. Oh, ja. Oh, diese, ja. Diese Mini-Insel hier, die hat man gar nicht gesehen. Ja, ey. Ah, ich glaube links von uns. Das sieht aus, als ob das... Schießt da wer? Ja, das war ich. Ja, ich mach mal kurz das Wasser weg. Aber hey, wo ist denn hier ein Loch jetzt? Oh, das ist aber ein Schatz. Junge, du reißt hier alles auf. Ach du Scheiße. Wir brauchen Bretter. Komm runter. Wir sinken. Warte. Ich halt erstmal an kurz. So, warte. Den Eimer. So. Scheiße. Bretter, ja. Wie kann ich denn... Wir haben null Bretter. Warte, hier ist doch... Ach, du machst schon. Okay. Ja, Wasser. Jetzt brauchen wir einen Eimer. Ja, gut, sieht gut aus. Mal kurz durchgespült. Ja, jetzt ist alles sauber. Ja, aber irgendwie ist hier noch irgendwo ein Leck, glaube ich. Ja, irgendwie so ein bisschen kommt immer durch. Na, mal gucken. So, warte mal, man kann hier auf jeden Fall markieren. Achso, habe ich ja. Achso, wo sind wir denn jetzt? Da oben. Hä? Hier ist gar kein Außenposten in der Nähe. Da unten vielleicht. Lunda, wie hieß denn der, wo wir waren? Sieht doch nicht. Ich auch nicht. Aber wenn wir jetzt da sind,
Aber auf der kleinen Insel, wo ist die jetzt hin? Weil da wollten wir gerade gucken wegen Schatz, hast du gesagt, ne? Wir müssen müh nach rechts noch und dann immer geradeaus. Wo ist die Insel hin, gegen die wir gerade gefahren sind? Links von uns. Ja, nee, ist sie nicht. Muss sie sein. Guck doch. Ist nix. Warte mal, links von uns ist da. Sind wir schon wieder deutlich dran vorbei wahrscheinlich. Hä, wir sind doch geankert. Ich mach mal den Anker wieder hoch. Dann müssen wir nach rechts und dann immer geradeaus. Ja, ja, erstmal Anker. Himmelsrichtung wäre halt einfach mal schön. Mach's gut, Matze, schlaf schön. Und nur rechts und dann geradeaus, das ist halt schwierig, ne? Du musst schon Himmelsrichtung sagen. Hallo Fabi. Na, geh mal unten unter Deck und an den Kartentisch. Ja, warte, ich wollte erstmal die Segel hindrehen. Kartentisch. So, was haben wir denn da? Hallo Sweepina, Christa. So, du fährst jetzt Süden. Ist das Plunder Valley? Na, da steht Outpost, Außenposten. Outpost. Weiter unten war das. Trading Post steht hier. Ach, da, Außenposten, da. Genau, jetzt geradeaus weiter Süden quasi. Also Südost müsste das sein. Hey, du siehst ja auch die Karte. So, wer steuert denn jetzt? Keiner! Süd-Südwest steht doch da, haben wir doch. Süd-Südwest, ja. Also Süd. Südost. Ja, so ungefähr. Ost. Oh. So, Fuzlem, Lagoon. Boah, das sieht aber richtig schön aus, das Wasser. Guck mal. Ja. Richtig türkis, nice. Richtig cool. Harpune bewaffnen! Oh! ja. Schieß erstmal ein Loch hier rein, genau. Ja. Geradezu ist eine Insel. Ja, die ist das so, oder? Gehe ich zumindest davon aus. Könnte sein, ja. Ja. Chickeninsel. Links ist die Chickeninsel. Nee, warte mal, rechts. Rechts ist die Chickeninsel. Ah, der Wind steht halt sehr beschissen. Hä, es macht gar keinen Sinn. Guck mal, wir fahren hier links gerade wieder an dem Gate vorbei, wo wir reingefahren sind. Naja, dann ist das, siehst du, dann ist das, naja, wir sind, wir kamen woanders raus. Ach, weißt du, wo wir rauskamen? Wir kamen auf der anderen Seite des Gates raus. Das könnte natürlich sein. Hätten wir nur drehen müssen. Oder wir kamen aus einem anderen Gate. Ich glaube aus dem anderen. Ja. Kann man auch vorstellen. So, da hinten ist die Insel. Mal gucken, ob die Tante noch was sagt. Ansonsten haben wir es. Ich fand's mega, mega nice. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil sozusagen. Ich weiß aber gar nicht, wann der kommen soll. Könnte mal gucken. Wir fahren gerade gegen den Wind. Ist halt nicht so toll gerade. Ja. Aber da steht noch nicht, wann da irgendwie das Neue kommt. Bin ja gespannt, ey. Auf jeden Fall Bock drauf.
Da drüben ist aber auch so ein Portal, siehst du das? Durch das sind wir gefahren. Ja, kann sein. Das ist ja direkt weg von der Insel. Kannst du das vordere mal... Genau. Mach ich grad. Aber hier ist so ein Stein noch in einem Weg. Ich muss das mal wegdrehen. Ja, es müsste die Insel geradezu sein mit dem Berg. Weil dann sind wir ja, geradeaus und das Portal rechts. Ich fahre jetzt nur ein bisschen nach rechts, damit ich mehr Wind abkriege in die Segel. Sonst kommen wir ja überhaupt nicht voran. Kannst du mal mit dem Fernglas gucken, wo der Anlegesteg ist? Direkt links jetzt. Direkt links. Ah ja, okay. Ach da, ja. Jetzt sehe ich ihn. Die Plunder! Kannst du das vordere Segel mal einziehen? Jawohl, Captain! Links rum! Ja, ich wollte nur das Segel hochziehen. Kannst du Anker? Machen wieder hoch. Ja. Hier hinten das Kabel zieht, das Seil. Bis oben. Ja, ich muss das Segel noch mal ein bisschen drehen. Warte, ich sag, wir fahren, wenn du runter machen kannst. Ja, ja. Und mach ihn jetzt. Und jetzt wieder runter, genau. Oh, schneller. Es gibt auch schon wieder ein Wasserleck. Ah, nee, genau. Ja, nee, passt. Ja. Das üben wir noch mal. So, mal gucken, ob wir jetzt noch mal mit der Tante reden können. Ob die dazu noch was sagt. I'm Kate. I'll be your captain. Hä? Come back when we're open. Ja, gut. Aber da legen die... Als ob nix gewesen wäre. Ja, ist so. Da legen die bestimmt dann alle drei Teile hin, sozusagen. Sollen wohl drei Teile sind, wenn ich es richtig verstanden habe, kommen. Ah, okay, das kann man nochmal machen. Wahrscheinlich, okay. Ja. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Das war sozusagen Teil 1 von Die Legenden von Monkey Island. Ich fand's mega gut. Ich weiß nicht, Gabax, sag du, ehrliche Meinung? Ja, hat Spaß gemacht. War wie so ein Escape Room auf jeden Fall. Und ich freue mich auf Teil 2. Das werden wir auf jeden Fall uns auch reinziehen. Lasst ein Däumchen da. Schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns zum nächsten Angezockt oder zum nächsten Teil von Sea of Thieves. Die Legenden von Monkey Island. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin macht's gut. Tschüss.